Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tomb Raider Shadow. Naja, nochmal von vorne. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Liebe Freunde, es geht weiter. Wir sind mal wieder in der Haut von Lara Croft und sind jetzt hier im peruanischen Dschungel unterwegs und suchen natürlich immer noch, ja, immer noch. Suchen natürlich immer noch den Schatz, den ich einfach nicht finden mag. Ja, was ist da los, liebe Freunde? Holen uns erstmal ein bisschen Fett, ein bisschen Leder. Ist schon ganz geil. Und ich habe den Schatz. Ist der noch markiert jetzt? Oder was ist damit? Kann ich eigentlich so ein. Kann ich. Krass. Ist ich den auch? Das gibt Federn. Na wie? Ja, der ist hier irgendwo unter uns. Ich rall das selber nicht, liebe Freunde. Wir können ja nochmal die Map. Guck, da ist er. Da ist er. Und ich rall nicht, wo der sein soll. Tatsächlich. Haben wir denn jetzt diese Gräber hier? Da wollten wir doch nochmal. Zu dem einen wollten wir doch nochmal hin. Ganz am Anfang wär's. Weil da war. Was war denn da nochmal? Da brauchten wir irgendwas. Unsere Hacke brauchten wir da wieder. Die haben wir ja jetzt wieder. Jetzt weiß ich nur nicht mehr genau, welches das war. Aus dem hier sind wir, glaube ich, jetzt gekommen, das letzte Mal. Sarkophag. Es fehlt uns auf jeden Fall hier im peruanischen Dschungel, den haben wir zu 75% abgeschlossen. Uns fehlt halt, wie gesagt, der Schatz, uns fehlt noch ein Kelch und ein Stern. Und drei so eine Dinger, ein so ein Ding, drei so eine Dinger. Also es fehlt uns auf jeden Fall noch was. Und ihr kennt mich, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne alles holt. Wir, habe ich jetzt. Aha, wir haben ja Pfeile hergestellt. Wie war jetzt hier nochmal schnell laufen in dem Spiel? Es ist ja überall wieder anders. Ist nervig. Ich wollte das auch eigentlich mal umstellen. Wo war denn das eine Grab? Es gab doch hier zwei. Wow, ey, erschreckt mich nicht so, Mr. Schwein. Es gab doch hier zwei. Wo ist nochmal unser. Wo haben wir nochmal angefangen? Mal, hier war. Nee, hier war das nicht. Aber hier kann man auch hoch. Was ist hier oben? Ja, kletter doch mal. Was war denn hier? Sind wir hier gerade hergekommen? Ich habe mich irgendwie ein bisschen verlaufen, habe ich das Gefühl. In welche Richtung gehen wir gerade? War hier nicht der Jaguar? Ja, der Jaguar war hier. Also wir gehen gerade komplett in die falsche Richtung. Ich will ja hier oben hin. Gut, gehen wir nochmal zurück. Hier war der Jaguar, meine ich. Hier ist einer der Jaguar. Jaguare! Gehen wir nochmal zurück und schauen uns das nochmal da hinten an. Also. Oh Gott. Jetzt hier lang. Ich verstehe aber auch die Map nicht. Also. Hier ist Jonah, okay. Die Map ist tatsächlich irgendwie so konzipiert, dass man da nichts erkennt. Ja? Klar, man erkennt Wasser und man erkennt Land, aber den Weg, den wir jetzt gerade hier lang gegangen sind, kannst du ja nicht erkennen hier. Ist doch schwachsinnig. Ich guck mal gerade, jetzt sind wir hier auf diesem, ja, auf dem Balken, der übers Wasser geht. Hier haben wir ein Relikt. Hier haben wir. Was ist das nochmal? Ein Überlebensversteck. Was ist denn ein Überlebensversteck? Ist das ein Lagerfeuer? Wo ist denn hier ein Überlebensversteck? Welche Kiste? Noch hier. Also ich muss ja sagen, ich spiele ja jetzt auch Assassin's Creed. Und ich muss ja sagen, dass hier Tomb Raider echt besser aussieht, ne? Das sieht schon besser aus. Läuft auch flüssiger als Assassin's Creed. Nicht sicher. Also das haben sie von Eidos und wer macht das hier noch? noch irgendjemand. Ach, hier ist dieser Matsch.
überall die Schweinchen, ne? Hallo, Lara? Boah, wo ist denn dieses beschissene Drecksding, ey? Ich näher mich, aber irgendwie noch nicht so richtig. Was ist hier eigentlich? Wieso habe ich das noch nicht aufgemacht? Wieso habe ich das denn nicht aufgemacht? Hier waren wir doch ganz am Anfang, oder nicht? Ist das neu da? Ich weiß nicht. Hier war das doch. Oder? Hier war das doch. Geh doch mal da hoch! Sag mal, verarschst du mich jetzt oder was? Ne, hier waren wir ja jetzt gerade am Anfang. Ach Gott, ich blick's nicht mehr, ey. Ich blick's nicht mehr! Grab. Wandgemälde. Dokument. Basislager. Ja, hier waren wir jetzt schon. Dann war es doch eins weiter. Hier. Ja, und Windows meldet sich wieder. Das ist so nervig irgendwie. Immer wenn ich hier Tomb Raider spiele, meldet sich Windows. In anderen Spielen nicht. Immer nur, wenn ich Tomb Raider spiele. So, ich glaube hier. Hier war das, wo ich nochmal hin wollte, oder? Wo wir den Haken brauchten. Wir gucken nochmal. Ich guck nochmal nach. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir hier mal waren. Und einen Teil des Rätsels nicht lösen konnten. Weil wir, wie gesagt, den Haken anschalten. Ich geh mal hier rum. War das hier? Okay. Ah, das war jetzt dumm. Da waren ein paar Fallen. Ja nun, Watschel. Gehen wir den richtigen Weg einfach. Ist, glaube ich, einfacher, wenn man da hoch muss und nicht da runter. Ach, noch ein bisschen langsamer, bitte. So, Matschepampe. So, wo war denn das? Hier nicht. Ja, hier war das. Hä? Das ist aber doch auf. Bin ich hier schon durch? Aber jetzt ralle ich gar nichts mehr. Wann bin ich denn hier durch? Das ist auf jeden Fall Gold. Wie soll ich das nicht gekriegt? Da muss man öfter drauf. Okay. So, 5-mal Golderz, Alter. Mega. Trotzdem verstehe ich nicht. Hier war ich doch noch nicht, oder? Gott, Leute. Frag mich gerade, wie ich hier weg bin, als ich es nicht hatte. Ehrlich gesagt. Nicht mehr sicher. Naja. Wie war das hier nochmal? War das einfach nur da dranhängen? Yep. So. Na schön, dann gehen wir hier wieder raus. War das eine kleine Sackgasse, die wir schon erledigt haben? Who cares?
verstehe trotzdem nicht, wie ich an den Schatz komme, Leute. Warum ist das der erste Schatz hier, ne? Was soll denn mit den anderen werden? Sind die noch schwerer zu erreichen, oder was? Mann, Mann, Mann. Oh, was ist das hier? Wisst ihr, das meine ich? Wieso sind hier so Sachen, die ich einfach... Ach, das war nur eine Wanderspinne. Das wäre ein Gemälde oder so. So. Okay, back in the jungle. So, also, wie gesagt, den Schatz, keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Dokument, das haben wir ja alles schon gemacht hier. Was ist das? Ein Vogel. Warte mal, ich will mal gerade wissen. 1, 2, 3. Sind das alles, was jetzt hier angezeigt ist, Sachen, die wir schon... Ja. Die wir schon besucht haben. Also hier sind keine Sachen angezeigt, die man... Beziehungsweise, nee, der Schatz... Der Schatz, den haben wir, der ist ja auch angezeigt in den. Ich will mal gerade gucken. 1, 2, 3, 4. Ich zähle gerade die Dokumente. 5, 6. Sieben, acht, neun. Ja, 9 Stück. Das heißt, ich war aber nicht bei allen. Aber woher weiß ich, bei welchem ich war? Kann mir das mal jemand erzählen? Aber es ist mir jetzt auch egal, ernsthaft. Es ist mir jetzt gerade auch egal. Wir machen jetzt mal in der Story weiter. Es dauert mir sonst zu lange hier. Hier müssen wir doch hin, oder? Zu Jonah. Würde ich mal sagen. Hier rein und dann müsste hier doch irgendwo Jonah sein. So, Jonah, wir gehen weiter jetzt hier. Was werden wir wohl in Kuwakyaku finden? Bisschen Hartholz. Das Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Ja, wir holen uns hier alles. Alles nehmen wir mit. So, hier waren wir jetzt noch nicht. So. Schöner Wasserfall. Jonah, kannst du auch hier rüber springen? Das wäre schön. Das habe ich verpasst, Jonah. Sag doch Bescheid. Geil, ja gut. Gut. Komm mal hier rein. Bam. Schöne Karte. Die Archivarkarte. Hm. Was hat das denn jetzt gebracht? Was war das denn jetzt? Ist das ein Dokument? Ja, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Archivarkarte. Ist jetzt hier nicht aufgelistet. Naja. Da ist ein Käfer rum. Hartholz brauchen wir immer. Hartholz ist wichtig. Das Spiel hängt am Hartholz. Warum geht ich? Aha. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Scheiße, Trinity, runter! Verdammt! Truck steckt fest! Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück, verstecken!
Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Alter! Anhalten! Ich hab sie! Warte, das sind Verbündete! Jemand aber halt die Augen offen! Ich mach schon. Hier abstellen! Es darf niemand durchkommen! Riegelt den gesamten Bereich ab! Ja, Sir! Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Den habe ich auf jeden Fall mal auseinandergenommen. Und Jonah nimmt den. Okay. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Wir haben natürlich da ein schönes... Nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Wer ist ein Held? Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, ja. Danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Zack, ey, bam. Schön in die Unterbuchse rein. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie das hier weitergeht. Lara, alles klar. Jonah ist schon da. Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die wir bisher übersehen haben. Okay. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssen das Ganze... Brücke nicht überprüft. Oh, wir haben die Brücke bestimmt. Oh, schon einige hier. Steh nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. So gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Dave? Sammy? Typen. Sie sollten zuerst die Brücke... Wie übernehme ich die denn? Jetzt komme ich ja gar nicht durch. Dave? Sammy? Jonah rennt da hinten rum. Positiv. Sehen die den nicht? Da drüben! Hat er jetzt Jonah erblickt? Was soll denn der Scheiß? Hallo, du sollst deinen scheiß Bogen benutzen! Ey, die ist dumm, ne? Ich weiß nicht, warum die den Bogen jetzt nicht mehr benutzt. So, keine Ahnung. Macht sie nicht. Hier, Loot. Ist hier mit der Kiste, kann man die... Ne, kann man nicht looten. Boah, Bergung ist gut. Jonah, ich loote noch eine Runde. Hallo! Oh nein, das kannst du dir abschminken! Aha! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Der braucht schon Waffen, wenn man einen Bogen hat, den man nicht benutzen kann. Der ist auch weg. Wo ist der Bogen? Hoffentlich waren das die letzten. Das war knapp. Iga Mark 2. Neue Ausrüstung halt. Standard Sturmgewehr. Gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Wo die Zwillinge sich finden. Kuvak Jakku finden. Juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt. Eine 45er, oh, naja. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du... Meine Großmutter hat in den 60ern... Jetzt kann ich wieder was benutzen. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Das Geschäft. Sag mal hier einfach mal. Danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Gut, gehen wir mal weiter. Wie war deine Mutter so? In die Höhle rein. Du erzählst nicht viel von ihr. Sie war kreativ, abenteuerlustig. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod... Was? Dafür habe ich nicht genug Platz. Willst du mich manchmal zurück nach Neuseeland? Doch, schon. Nicht so sehr wie nach Hawaii. Aber ja,
Deine Heimatländer sind so weit weg von... Allem? Vielleicht bin ich deshalb ständig auf Reisen. Jonah, jetzt gucke ich. Ha, sehr gut gemacht. So, die Barriere verbrennen. Okay. Dann haben wir ja hier ein bisschen Öl. Dann haben wir hier ein bisschen Papier. Direkt alles bereit hier. Ein bisschen Papier. Ein bisschen Öl. So, was soll ich machen? In weißen Stoff gewickelte ölgetränkte Objekte können angezündet werden. Wählen Sie Bogen aus, halten Sie R3, um Feuerpfeile herzustellen. Benötigt Räume. Okay. Erstmal den Bogen auswählen. So. Dann Feuerpfeile. Das war's. Bam. Halten Sie. Geh mal weg, Jonah. Jonah? Habe ich jetzt. Darauf jetzt in den Brand zu setzen. Aber sie benutzt gerade nicht die brennbaren Pfeile. Sie benutzt die normalen! Sarah! Seht das jemand? Wie kann ich jetzt bitte... Ich hasse dieses Spiel manchmal. Hey, wieso hat es jetzt funktioniert? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe nichts anders gemacht. Komm schon, gehen wir. Naja, gut. Eine Idee, was die Zwillinge sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, alles voll. Sehen, kann nicht mehr her. Na gut, ist na gut. Ich höre Musik. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Schönes Dörfchen hier. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja. Du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Hallöchen, da bahnt sich aber was an sich, den beiden hier. Bam, bam. Jonah, macht sich das klar hier. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir vor einen Tag versprochen.
Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Ihr auch. Okay, dann lassen wir die beiden mal. Clara. Freunde, Kollegen, sie ist brillant. Ihr seid also nicht... Oh, nein. Das würde ich hören. Nichts dergleichen. Nein, ich bin Single. Interessant. Vorsicht, Madame, mein Jonah. Und du bist also eine Inka? Nicht ich. Guck mal, ich kann mal reden. Neu hier, gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Okay. Danach fahren sie Quechua. Und dann wird's unübersichtlich. Ich spreche nicht mal die Sprache. Wie wär's mit einem Handel? Oh. What? Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Alles, was ich brauche, finde ich im Dschungel, Madame. Was denn jetzt? Ach, das ist jetzt hier neu, ne? Ach, du Jemini, jetzt haben wir hier... Ach, Gott. Ja, das ist ja alles schön und gut. Jetzt haben wir aber hier im peruanischen Dschungel, haben wir nicht alles geschafft, ne? Das ist uns bewusst. Naja, gut. Das ist der Händler, okay. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Hä? Ach so, du meinst... Jonah hat halt nicht so viel Schiss, der macht das einfach. So, ist hier sonst noch jemand, mit dem ich irgendwie palavern will? Nee, ne? Sollen wir mal zum Händler gehen? Wo ist... Hä? Da. Können wir hier nochmal gerade gucken, was haben wir denn? Haben wir neue, Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. 2. Das Epizentrum war näher. Warum ist es hier so ein Ausrufezeichen? Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Sammler. Bedecken Sie sich mit Schlamm. Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Länger. Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einfach. Ja, das habe ich. Das haben wir aber schon. Das haben wir bekommen, ne? Ach, das haben wir bekommen. Regeneriert die Gesundheit schneller. Das haben wir erhalten. Na, das ist doch schön. Das finde ich gut. So. Mehr Zeug für Lara. Was haben wir im Inventar denn? Wir hatten ja hier. Unsere Bögen. Wir haben hier unsere Waffen. Unseren Wickermark, die ich natürlich auch verbessern könnte. Und zwar hier mit Schießpulver. Das braucht... Ja, das haben wir auch mehr als genug. Das auch nochmal. Und das haben wir auch. Das heißt, wir sind jetzt echt präzise unterwegs. Aber das war es jetzt auch an... Material. Deshalb... Wir sind jetzt auf jeden Fall mit dem Ding präziser. Das ist schon mal nicht schlecht. So, gut, das, was kann man hier machen eigentlich? 7 Ziele verfügbar. Hier kann ich zu den anderen Basislagern reisen. Okay, das ist gut, weil hier haben wir wahrscheinlich noch einiges nicht gemacht. Wie gesagt. Gut, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wir sind ja hier erstmal richtig. Und schauen uns mal an, was hier noch so geht in diesem Dorf. Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuvak Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus und weiß, wen man meiden muss. Hä? Da ist eine Mission verfügbar. Wo denn? Bei ihm hier? Ah,
Hallo? Ich hab mir doch was markiert. Wieso sehe ich das nicht? Naja, Leute, wir werden das in der nächsten Folge eruieren, wo diese Mission ist. Jetzt ist die Folge erstmal zu Ende. Ich weiß, die ersten 10 Minuten haben wir nichts geschafft, weil ich dachte, ich müsste da nochmal in die Dings. Aber ich hoffe, das habt ihr auch überlebt. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter hier mit Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Macht's gut, euer Brady.